Der feine Herr noch ungeduldig. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ah, herrlich. Ah, herrlich. Ja, Adrian, da musst du mir keine Sorgen machen. Wenn du mal mitspielst oder so im Stream dann und du bist ja dabei, dann bist du dabei. Da macht dir meine Stimme keine Sorgen. Yes. Analoge Horror-Reaction. Was hast du. Glaubst du, die Anja stellt sich hinter mich und erschreckt mich oder so? Das ist aber gemein. Wenn sie plötzlich nackig hinter mir stehen würde, würde ich mich so erschrecken immer. So, war jetzt der Pet schon? Nee, noch nicht, ne? Marc, erinnerst du dich noch, beim letzten Mal hatten wir ja die Schule gespielt, ne? Und da hatten wir das doch mit dem Ja. Thermometer, dass wir immer wieder in jedem Raum checken mussten, wie kalt es ist. Das Thermometer kriegt ein Update, da kann man die rechte Maustaste gedrückt halten, dann passt sich das in Zeit immer an, sozusagen, wenn du dann durch die Gegend läufst, die Temperatur. Da braucht man nicht immer, Okay. braucht man nicht immer jeden Raum neu checken, sondern einfach nur gedrückt halten und dann, weißt du, das ist super praktisch, da sparst du super viel Zeit mit. Ja, sehr schön. Okay, Dokai, es geht wieder los! Hello there! Hallo! Ach, endlich mal wieder, Leute. Ich war vorhin richtig müde. Wir haben uns für so eine schöne Doppelpommes, Doppelcurrywurst weggedrückt, weißt du? Und jetzt gerade bin ich so richtig. Ah, gib ihm. Bin voll gut drauf. Zumal ich am Montag tatsächlich endlich zu meiner Ausbildungsstelle darf. Ich habe zwar immer noch keinen Bildungsgutschein, weil da hat das Amt nämlich immer noch keine freie Hand. Aber. Sprecher ist an. Dankeschön. Aber die Schule hat mich angerufen und hat gesagt, ja, wir wollen sie gerne dabei haben und deswegen können sie auch schon mal so dabei sein. Das heißt, am Montag geht's für mich los. Ich freue mich total. Oh, das Schlafzimmer vorne, das blaue hat auch einen Heiligenspann im Schrank. Rippchen! Rippchen! Wo sind Rippchen? Ich bin zuerst voll drüber gestiefelt. Es wäre so lustig, wenn man über die fallen könnte. Ich würde es lachen. Es wäre so geil. Das klingt krass. Ja, also die Schule möchte mich auf jeden Fall dabei haben. Deswegen darf ich dann noch am Montag starten. Ich freue mich total drauf. Das heißt, wenn auf YouTube ihr das hier gesehen habt, ist mein Tag schon vorbei. Hier in der Küche wurde was geworfen. Der ist hier. Der hat doch gerade einen Teller geworfen. Bist du mich verarscht? So, Geist. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich. Geisterfoto, Baby! Sehr gut. Dankeschön. Bist du hier? Bist du hier? Der war jetzt mal gerade in der Garage unterwegs. Naja. Bist du hier? Es klingt aber nach Tellern, oder? Der Geist freut sich auch. Ja, der ist Feuer und Flamme. Gib uns ein Zeichen. Den Teller hat er geworfen. Ja, sehr gut. Welchen? Den hier. Am Herd. Ach so. Ich geh mal raus. Bist du hier? Ich glaube ja. Bist du hier? Aber 10 Grad, 9 Grad. Neun hier hinten. 9. Ja, gucken wir mal, ne? 10. 18. 17. Genau, ist kein Phantom. Ja, ich habe damit gar nicht gerechnet. Ihr müsst euch das mal reinziehen. Es gibt ja gerade, ich habe das ja erzählt auf YouTube mal, es gibt gerade eine Haushaltssperre, weswegen ich keinen Bildungsgutschein bekomme. Und dann erzählt mir die Schule, dass ich der Einzige ohne Bildungsgutschein bin, weil alle anderen Städte das einfach ignorieren, diese Haushaltssperre. Nur meine nicht. Und das ist halt. Ich habe so einen Ruhepuls gehabt in dem Moment, ne? Wir haben Fingerabdrücke. Wo denn das? Hier. Also die Küche ist auf jeden Fall der kühlste Raum. Das soll erstmal reichen, ne? Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Bist du hier? Fingerabdrücke.
Aha. Achso. EMF 5? EMF 5, okay. Ja. Der hat das Licht angemacht. Also eigentlich sollte es NRW-weit nur sein, aber bundesweit ist es nicht. Aber es ist halt trotzdem irgendwie eklig, ne? Wenn man sich überlegt, dass man der Einzige ist. Da könnt ihr euch vorstellen, dass er echt frustriert war in dem Moment. Aber das Jobcenter, also mein Sachbearbeiter kann gar nichts dafür. Der steht voll dahinter, dass ich diese Ausbildung machen kann. Und deswegen darf ich auch früher kommen. Kann das nachreichen sozusagen. So. Wenn gleich das Licht wieder aus, bitte? Ja, na selbstverständlich. Wenn der Geist das Licht ist, kein Problem. So. Partybeleuchtung wäre geil. So. Sehr gut, Fotos sind fertig. Schön, dass wir zwei Thermometer liegen haben, super. So, 13 Grad sind hier drüben. 10 Grad. Ja, bis 5 Grad. Oh, schön. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, ist super cool. Oh. Ich brenne für dieses Spiel. So, Der hat richtig Bock. Der Geist hat richtig Bock. Hello? Ich nehme mal einen den hier mit. Das ist immer so. In die Mitte hier, ne? Das müsste glaube ich reichen, oder? Das reicht auch, ja, ist klar. Der Breaker ist auf, kann also auch kein Gin mehr sein. Er hat gerade einfach mal hier so ein Kruzifix genuscht, aber der hat da Bock drauf. Werden also keine Gefriertemperaturen mehr? Nee, mit 5 Grad sind wir auch zu weit weg. Yes, völlig richtig. Bist du hier? Bist du da? Bist du in der Nähe? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Bist du da? Bist du in der Nähe? Bist du Veganer? Bist du hier? Bist du da? Gib mir ein Zeichen. Kyle Williams, bist du hier? Du alter Satansbraten, du. Was kann es denn überhaupt noch sein? Ich hab gar nicht drauf geachtet. No. Es könnte ein Goyo sein, ne, Leute? Weil der Knochen war hier in der Nähe und der zeigt sich nicht, weil wir hier sind für Dots. Oh, stimmt. Geht mal raus. Okay. Hallo. Balu, schön, dass du da bist. Warte, die Praktikantin? Meine Praktikantin, die hängt gerade hier unterm Schreibtisch. Aber die hat andere Sorgen, als mit mir zu spielen. Der Daniel. Hi, Daniel. Schön, dass du da bist. Na komm, zeig uns Dots. Du bist bestimmt ein Goyo. Ich hab's doch im Urin. Komm.
Komm. Gib uns Dots. Dotzige Dots, komm. Damit der Daniel gleich mitspielen kann, sonst weint er, weil er zu lange warten muss. Danke, Geist. Super, Geist. Nee, super. Ich geh mal rein, ich mach mal eben. Ich finde es cool, dass man die Geräusche mit bei deinem Truck hört. Das Licht bleibt aus, mein Freund, ja? So. Zum Glück kannst du ja dein Mikro nicht hochklappen oder so. Aber das macht ja den ganzen Spaß. Ja, ist klar. So. Mailing, Obake und Goyo. Ich tippe auf den Goyo. Obake habe ich jetzt nicht gecheckt, ob der immer einen Fingerabdruck hinterlässt. Mailing würde ich gleich beim Hand vielleicht hören. Mal gucken. Ich geh mal rein. Lass doch mal Hand, die alte ist doch egal. Schon mal Licht aus. Mach ja schon mal die Tür zu. So. Da hat der Geist zu viel Arbeit mit mir, weißt du? Das ist keine Meiling. So, also, Geisterbuch wäre das, Geisterbox geht gar nicht, Orb wäre Obake, Dots Goyo, Gefriertemperaturen kann es nicht mehr sein. So. Das Buch hat auch keiner geschrieben, in die Geisterbox auch nicht, in die Geisterbox hat keiner geschrieben, sehr gut. Ja, ja, Obake fing es ja. Hallo. Hallo. Na, hast du auch so viel Angst wie ich? Oh hi. Ja. Mit dir, warum bist du bei mir? Hau ab! Nee, das ist keine Mailing, die ist viel zu laut für eine Mailing. Okay, dann kommen die Sounds nicht so gut durch den Truck. Nee, durch den Truck sowieso nicht. So, jetzt mal. Ein Orb sehe ich halt auch nirgendwo. Nicht mal. Nee, also ich auch nicht. Nicht mal ansatzweise. Es kann natürlich verbuggt sein, wollte ich überreden, aber das glaube ich eigentlich nicht. Er hat gerade die Dings ausgeblasen, sehr gut. Ist der Größte. Ich glaube, wir haben hier einen Goyo. So. Das meinst du, das ist ein Goyo? Das behaupte ich jetzt so. Weil Dots, das, okay. Dots ist mittlerweile eines der seltensten Beweise geworden. Das ist so ätzend, teilweise das zu kriegen. Okay. Aber vielleicht stören auch unsere Dots, oder sieht man das trotzdem gut dadurch? Ja, das ist vollkommen richtig. Die Dots stören dabei, die Dots zu sehen. Finde ich eine gute Idee. Ich meine, nein, ich meine, Orbs. Oder habe ich gerade doch einen Orb gesehen? Warte mal eben. Nimm mal die andere Cam.
Pass auf. Ich mach mal die Dots ab und dann guck mal nochmal in Ruhe nach dem Orb. Ja. Okay. Also das Buch, muss ich sagen. Aber doch. Also Buch, muss ich sagen, macht er eigentlich immer relativ gut. Ist klar, ich gehe rein, ich höre Dots und dann huntet der. Typisch. Also ich glaub's zumindest. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ach ja, komm, wir glauben noch eh, dass es Goyo ist. Das passt schon. Habt ihr Goyo eingetragen? Ja. Jetzt liegen wir falsch. Schön zur ersten Runde. Direkt Streamende. Rage Quit, Uninstall. Herrlich. Welcome back. There's some jobs ready for you. Richtig, da ist die erste Runde. Gefällt mir gut. Jawohl, der Daniel guckt jetzt dazu. Ja.